Hallo, da bin ich wieder. Wir haben wieder was Neues. Es gibt Neuigkeiten von Levitas. Es gibt ein neues Kite-Foil von Levitas. Da habe ich jetzt das ganz neue Exo Pocket. Das ist sehr kurz. Das sind 96 cm. Da ist hinten ein kleines Kicktail. Da ist noch ein bisschen Erhöhung her, damit man spürt, wo man steht mit dem Fuß, wenn man das sieht. Ich fahre das Ganze halt mit hinten ohne Fußschlaufe und vorne mit zwei Fußschlaufen. Und wenn man da schaut, vor den Zehen ist nicht mehr viel Board. Das hat den ganz großen Vorteil, dass das Board sich unfassbar klein anfühlt. Und insbesondere in den Manövern ist das Board das am einfachsten zu fahrende Board überhaupt. Also ich habe noch nie so leicht die Wände und die Halse geschafft, weil das Board vor der Nose bzw. vor den Fußschlaufen einfach keine Schwungmasse mehr hat. 96 cm kurz. Ich glaube 11 Liter oder sowas hat es, also viel Auftrieb ist da nicht dabei. Neu, jetzt auch redesigned, ist der Cruiser Pro. Der große Unterschied zwischen Cruiser und Cruiser Pro. Den Cruiser kennt man, das ist der 1000 Quadratzentimeter Frontwing. Er ist schon ein bisschen dreckig, aber noch nicht zerkratzt, hoffentlich. Ich habe den da mit einem Hybrid 80 cm Masten, der am Neusiedlersee geht. Man muss ein bisschen weiter rausgehen, aber es funktioniert. Der Cruiser Pro hat eine kürzere Fuselage, ich habe da die Titanium Fuselage, und hat auch einen kleineren Heckflügel. Der Heckflügel ist eigentlich der vom Race Foil. Dadurch ist das, lustigerweise, ist das Board, also das gesamte Foil, ist schneller und gleichzeitig auch wendiger. Mit der kurzen Fuselage ist einfach die Bewegungen im Manöver sind einfacher. Das Board geht leichter um die Kurve und es ist deutlich schneller. Also ich habe es mit dem alten Cruiser gegen verglichen und es ist ein gutes Eck schneller und einfacher zu fahren. Und es ist jetzt auch redesigned, weil es ist auch ein bisschen stabiler geworden. Die haben die Konstruktion, ist mir gesagt worden, im Frontwing haben sie verändert. Es ist ein anderer Lagenaufbau vom Carbon. Wenn das nicht so schier dreckig wäre, wäre es einfacher. Es ist ein anderer Lagenaufbau, das ganze Ding ist noch stabiler. Es fühlt sich deutlich direkter an im Vergleich zum alten. War das so, das alte, das war ein sehr gutes Alu-Fahrrad und das ist jetzt ein wirklich teures Carbon-Fahrrad. Das fühlt sich viel direkter und viel geschmeidiger an. Und noch dazu mit dem winzigen Board ist es echt leicht. Wir haben da vorne, oder ich habe da vorne nicht die Levitas Fußschlaufen drauf getan, sondern haben wir jetzt im Shop auch so ein V-Straps drauf getan. Die sind in der Mitte zusammen, eine Schraube in der Mitte, rechts, links. Und lustigerweise, es war beim ersten Mal schon so, dass ich durch Zufall das richtige Setup mit der Position vom Masten und mit der Position von den Fußschlaufen gefunden habe. Ich werde es noch ein bisschen austesten, insbesondere wenn die Saison ein bisschen länger dauert, wenn wir weniger zum Tun haben in der Kiteschule. Und ich glaube, dass ich mit dem Ding heuer noch viel Spaß haben werde. Das war's von meiner Seite.